In diesem Video erzählt uns Tourspieler Michael Ludwig, welche fatalen Fehler er beim Chippen gemacht hat und wie wir seine Probleme im kurzen Spiel lösen konnten. Und wir starten jetzt. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Christoph Bausek von Progressive Golf und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Grüß euch, mein Name ist Michael Ludwig, ich bin 25 Jahre alt und spiele professionell Golf auf der Alpstour. Ich freue mich, heute in diesem Video dabei sein zu dürfen. Bevor es aber losgeht, würde ich euch gerne bitten, Christophs Kanal zu abonnieren und die Glocke daneben anzuklicken, weil der Mann ist richtig gut. Michi, was ist ein Erfolg, auf den du so richtig, richtig stolz bist? Auch wenn es jetzt mittlerweile schon fast 3 Jahre her ist, würde ich sagen, für mich war auf jeden Fall emotional der schönste Moment die WM damals, die Teamweltmeisterschaft in Mexiko 2016. Zusammen mit meinen Kollegen Matthias Schwab und Markus Markner konnten wir damals die Bronzemedaille bei der WM holen. So, Michi, wir arbeiten ja seit circa 3 Monaten gemeinsam und haben, glaube ich, wirklich in deinem Spiel, vor allem im langen Spiel und beim Driver, einiges verbessern können. Aber da gab es etwas anderes auch noch, ein richtig schlimmes Problem, oder? Das kannst du laut sagen. Vor allem Chips aus 10 bis 20 Metern haben mir Schweißausbrüche verursacht. Vor allem auf ganz kurz gesteckte Fahnen. Und ganz besonders, wenn das Gras ganz knapp gemäht wurde. Naja, Michi, wenn ein Profigolfer sagt, er macht keinen guten Chip oder Pitch, ja, dann ist er trotzdem ja einigermaßen okay für einen Hobbygolfer, oder? Nein, glaub mir, Christoph, das war wirklich schlimm. Auf alle Fälle, Michi, konnten wir diese Probleme doch relativ einfach lösen. Und ich würde dich bitten, dass du jetzt dann kurz vorzeigst, was du falsch gemacht hast und wie wir das verbessert haben. Denn die Fehler, die du hattest, sind witzigerweise auch welche, die Hobbygolfer sehr, sehr häufig haben. Als ersten Punkt haben wir sehr stark mein Setup verbessert. Meine Wirbelsäule war zu stark nach rechts geneigt und das Gewicht war viel zu sehr am rechten Fuß. Infolgedessen haben wir daran gearbeitet, mein Gewicht weiter nach links zu bringen und die Wirbelsäule aufrechter zu bringen. Als zweiten Punkt haben wir meinen Griff verbessert. Und zwar brachten wir meine Hand viel weiter nach links. Wir haben den Griff schwächer gemacht. Infolgedessen haben sich meine Kontakte sehr stark verbessert. Und das Gefühl war, dass ich mit der rechten Hand mehr Richtung Boden arbeiten konnte. Als dritten Punkt haben wir uns meine Schwungebene vorgenommen. Vor nach circa 3 Monaten habe ich den Schläger sehr stark nach innen weggenommen. Ich zeige das mal kurz vor. Was wir infolgedessen geändert haben, war mein Setup wiederum. Wir haben die Schultern geöffnet, sprich die linke Schulter mehr nach links. Infolgedessen bewegt sich der Schläger mehr nach außen. Ich zeige das mal kurz vor. Das Gefühl ist, dass der Sweet Spot vom Schläger schneller nach oben wandert und infolgedessen sich auch die Kontakte sehr stark verbessert haben und die Bälle in einem besseren Winkel starten und Spin Control besser wurde. Michi, welche Tipps möchtest du Hobbygolfern geben, die damit Probleme haben, die dieselben Probleme haben wie du? Lasst euch wirklich Zeit, diese neuen Bewegungsmuster zu lernen. Ich lasse mir selber mehrere Wochen bis Monate Zeit, bis es dann wirklich am Platz, vor allem unter Druck, sehr gut funktioniert. Und es ist wirklich extrem wichtig, mit einem guten Trainer zusammenzuarbeiten. Ja, vielen Dank, Michael, dass du bei meinem Video auf meinem Kanal mitgewirkt hast. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg für diese Saison und auf eine gute Zusammenarbeit noch. Ja? Danke. Falls ich in Zukunft wieder Elite-Spieler, die ich trainiere, für meine Videos einladen soll, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dies bekundest mit einem Daumen hoch.
Und ich würde dich bitten, dass du als nächstes dieses Video hier oben ansiehst. Tschüss.